Ja, ich bin Gabriele Botte, leite die Volkshochschule in Offenbach und bin gleichzeitig im Vorstand des Hessischen Volkshochschulverbandes und habe deshalb hier die Aufgabe übernommen, den Bereich Volkshochschule und die Bedeutung des Sprachenlernens in der Volkshochschule, unter anderem eben speziell auch für Offenbach, Sitz der HFG, darzustellen. Herr Bertsch hat mich gefragt, ob ich das machen würde, und dem bin ich nachgekommen. Die Konferenz ist ein Versuch, möglichst viele Impulse aufzugreifen rund um Sprache in unterschiedlichen Kontexten, wie jetzt zum Beispiel Polizei oder auch im öffentlichen Raum und teilweise von der Seite des Sprachenlernens, Sprachlernprozesses und der Bedeutung des Designs und der Medienwirksamkeit mit zu beleuchten. So würde ich das sehen. Auf jeden Fall das Leben in einem Land, in dem die Sprache gesprochen wird. Da gibt es gar kein besseres Modell. Wenn man das dann noch unterstützt mit Vor- und Nachbearbeitung und Vertiefung, dann ist es optimal. Aber das ist ja meistens nicht der Fall, wenn man in Spracheninstitute zum Lernen geht. Das ist eigentlich eine sehr hypothetische Frage. Dieses Einfließen von anderen Sprachanteilen geschieht automatisch im umgangssprachlichen Bereich. Man hört das auf der Straße, man kennt bestimmte Soziolekte, bestimmte Gruppierungen sprechen Deutsch mit anderen Akzenten, auch mit anderer Wortwahl. Aber wenn Sie wissen, wie lange es braucht, bis ein Wort in den Duden-Eingang findet, dann ist das ein ganz hochkomplexes Verfahren, das auch wissenschaftlich untersucht wird. Auch bei mir findet das ständig statt. Ich habe also eine Tochter, die ist 18. Und das heißt, ich bin in den letzten 5 Jahren hart geprüft. Es gab viele Dinge, die ich nicht verstanden habe zuerst. Habe ich dann verstanden, und jetzt bin ich auch noch, habe ich auch noch Germanistik studiert und habe eine gewisse Affinität zur Hochsprache, und da habe ich mich eigentlich sehr schwer getan, das zu adaptieren. Das geschieht aber, also bewusst tue ich es eigentlich nicht, weil ich schon auch immer noch ganz konservativ für also sowas wie eine Idee von einem Schriftdeutsch und einer Hochsprache habe, die ich auch zunächst pflegen möchte, weil ich glaube, dass darin auch eine große Vielfalt von Ausdrucksmöglichkeit steht. Und die Soziolekte sind ja oft auch Vereinfachungen in bestimmten Kontexten. So ist es mit der Jugendsprache. Aber auch mir passiert es, wenn ich mit meiner Tochter spreche oder wenn ich ihr auf Facebook oder sonst einem Messenger schicke, dann nutze ich zum Teil auch diese Abkürzungen, Begrifflichkeiten und Ähnliches. Und dann gibt es Phasen, wo das Kind dann sagt: Oh Mama, so modern. Und manchmal: Das passt nicht zu dir. Das ist meine Realität. Und ich glaube, es passiert jedem, dass automatisch sich die eigene Sprache auch verändert. Nein, kann ich nicht sagen. Tut mir leid, da kann ich Ihnen nicht dienen mit.